Es ist Freitag, der 11. März 2022. Hier ist das SKB-Journal und wir beschließen die Woche mit folgenden Themen. Corona-Zahlen, Inzidenz weiterhin hoch. Ukraine-Hilfe, Koordinierungskreis in der Havelstadt. Und einstimmig, Marga Goren-Gotthelf wird Ehrenbürgerin. Tja, und damit hallo und herzlich willkommen. Die 7-Tage-Inzidenz in Brandenburg an der Havel ist weiterhin hoch, sie ist aber in der vergangenen Woche auch deutlich zurückgegangen. Von fast 3000 liegt sie laut RKI mit Stand vom Freitag nun bei 2204,3. Im Vergleich zum Vortag gab es immerhin noch 176 Neuinfektionen. In den letzten 7 Tagen gab es 1587 Neuinfektionen. Die helfenden Hände für die Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine in Brandenburg an der Havel werden immer mehr. Dabei sind einzelne Personen genauso aktiv wie Institutionen und Unternehmen. Und genau das soll nun besser koordiniert werden. Dafür gründete sich am Donnerstag im Altstädtischen Rathaus der Koordinierungskreis Team Brandenburg an der Havel. Die Initiative dazu ging von Oberbürgermeister Steffen Scheller, dem SVV-Vorsitzenden Walter Paschen und dem Hauptschussvorsitzenden Ralf Holzschuhe aus. Ziel ist in erster Linie, allen, die den ukrainischen Kriegsflüchtlingen helfen wollen, zur Seite zu stehen und sie bei ihrem Engagement zu unterstützen, sowie dabei zu helfen, sich besser zu vernetzen. Jetzt gehe es darum, Aktionen zu bündeln und auch die Spendenbereitschaft weiter zu nutzen und auch weiter einzuwerben. Die Geldspenden sind momentan das Wichtigste, da wir damit Medikamente, medizinische Hilfsmittel oder Lebensmittel und Toilettenartikel kaufen können. Außerdem können wir damit Transportfahrten finanzieren, so Oberbürgermeister Steffen Scheller. Gesunder Blutdruck? Knobi Vital, der Knoblauchtrunk aus dem Allgäu. Altbewährt und hilfreich. Knobi Vital mit Kurkuma für einen gesunden Blutdruck durch das im Kurkuma enthaltene Kalium. Knobi Vital, erhältlich in allen Apotheken und Reformhäusern. Beratung und Informationen unter 07528 20 6000. Knobi Vital mit Kurkuma für einen gesunden Blutdruck. Seine Leidenschaft ist das Wandern. Doch das wurde für Josef Bader immer beschwerlicher. Vor 10 Jahren wurde bei ihm Arthrose im Knie festgestellt. Vor 2 Jahren konnte er kaum noch gehen. Ich konnte nicht mehr länger wandern. Das Radfahren ging schwer. Treppe steige. Katastrophe. Josef Bader hat es geschafft. Sein Knie kann er wieder schmerzfrei bewegen. Geholfen hat ihm letztendlich Rosa Xan. Rosa Xan zum Diätmanagement bei Schmerzen und Gelenksteifigkeit bei Gonarthrose. Einstimmig ernannten die Brandenburger Stadtverordneten Ende Februar Marga Goren-Gotthelf zur Ehrenbürgerin. Gewürdigt wird damit die letzte bekannte Überlebende des NS-Regimes aus Brandenburg an der Havel und ihr Bestreben als Zeitzeugin, Brücken zur jungen Generation zu bauen. Marga Goren-Gotthelf besuchte die Stadt ihrer Kindheit auch noch in hohem Alter mehrfach. Mehrfach besuchte Marga Goren-Gotthelf die Stadt, aus der sie 1938 deportiert wurde. Den wohl emotionalsten Besuch ihrer Geburtsstadt erlebte sie im Jahr 2010 auf Einladung der Stiftung Begegnungsstätte Gollwitz. Die damals 84-Jährige führte Gespräche mit Jugendlichen und besuchte auch die Stadtverordnetenversammlung, trug sich ins Goldene Buch der Stadt Brandenburg an der Havel ein. Ihre Botschaft damals: Das Schlechte langsam nicht vergessen, nie vergessen, aber wird das gedrängt, wir drängen es weg. Und jetzt die schönen Zeiten, die ich hier mit meinen Eltern und meinen Schulfreunden verbracht habe, die gedenke ich und die bleiben bei mir. Und mit dem bin ich glücklich. Seit 1947 lebt die heute 96-Jährige in Israel. Von dort verfolgte sie per Livestream den einstimmigen Beschluss der Stadtverordneten und die anschließende Würdigung durch den Vorsitzenden Walter Paschen. Mit der Verleihung des Ehrenbürgerrechts an Marga Goren-Gotthelf kann Brandenburg an der Havel nicht nur ein deutliches Zeichen der Erinnerung und Mahnung setzen. Wir können damit auch unsere große Achtung und Anerkennung für das Lebenswerk einer heute
fast 97-jährigen Frau zum Ausdruck bringen. Pagen zeichnete einmal mehr die schwere Kindheit und Jugend der gebürtigen Havelstädterin nach und würdigte ihren späteren Umgang mit dem schweren Schicksal. Maren Goren Gotthelf wurde vor 84 Jahren aus Brandenburg an der Havel, ihrer Geburtsstadt, vertrieben. Sie überstand eine von wenigen die Massenvernichtung der Juden durch das Nazireich. 48 Jahre danach kam sie nicht als verbitterte Frau in unsere Heimatstadt zurück. Bei ihren folgenden Besuchen zeigte sie, dass erlittenes Unrecht nicht zwangsläufig neuen Hass und neue Gewalt hervorbringen muss. Sie kam zurück zu uns und baute Brücken zu den jungen Generationen unserer Stadt. Ihr Vater starb früh, ihre Mutter und eine ihrer Schwestern fielen den Gräueltaten der Nationalsozialisten zum Opfer. Trotz dieser schweren Schicksalsschläge hat sich Marga Goren-Gotthelf den Blick nach vorn bewahrt. Ich bin auch ein Mensch, der zufrieden ist und optimistisch ist. Und ich mache mir keine Sorgen. Was kommt, kommt. Wenn es kommt, dann werde ich mit ihm fertig. So bleibt die 96-Jährige ein Vorbild auch und gerade für künftige Generationen. Die Verleihung der Ehrenbürgerrechte an sie ist gleichzeitig eine Verpflichtung an uns, dafür zu sorgen, dass die von ihnen zwischen Brandenburg an der Havel und Israel errichteten Brücken erhalten bleiben. Über diese sind schon viele junge Menschen gegangen und sollen noch viele gehen. Ungetrübter Sonnenschein am Wochenende und die Tageshöchstwerte sind auch recht angenehm. Hier sind die Wetteraussichten mit dem SKB-3-Tagestrend. Am Samstag stehen 11 Grad auf dem Thermometer. In den Morgenstunden kann es zu Nebel kommen und in der Nacht kühlt es sich dann ab auf minus 2 Grad. Am Sonntag sieht es dann ganz genauso aus und die neue Woche startet am Montag dann bei 11 Grad. Und dann sind hier und da wieder ein paar Wolken zu sehen, aber es soll trocken bleiben. Tja, und das war sie dann auch schon wieder, die Woche mit dem SKB-Journal. Ich verabschiede mich und wünsche Ihnen ein erholsames Wochenende. Tschüss, machen Sie es gut.